Wir sind zurück bei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Und wir erinnern uns, dass wir aufgehört haben nach der Saiyajin-Saga. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal direkt Go in die Freezer-Saga. Ich glaube, ich muss so ziemlich keinem von euch erklären, wann es wo worum geht. Das ist der erste Kampf. Den mussten wir gegen die Ginyu Force führen. Ganz kurz vorweg möchte ich sagen, ich war jetzt ein paar Wochen nicht da, deswegen ist die erste Aufnahme von Dragon Ball jetzt auch ein paar Wochen her. Die Aufnahme wird jetzt aktuell mit den jetzt darauf folgenden kommen. Und mal gucken, wie es dann aussieht mit anderen Projekten. Ich weiß nämlich noch nicht, was als nächstes, beziehungsweise mit als nächstes kommt. Natürlich versuche ich mich ums Life is Strange zu bemühen. So, du besiegst mich nicht, wir müssen gar nicht erst gucken. I'm gonna shut you up once and for all. So, erstmal den hier. Ich aufladen. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung mehr von der Steuerung, die ich die gemacht hatte. Ja, boah, guck mal, Leute, ich bin voll der Pro. Kamehameha, voll ins Gesicht. Und ich sag euch, ich glaube, das hatte ich in der ersten Folge schon erwähnt, wenn ihr Dragon Ball immer noch hype und feiert, ich sag euch, guckt Dragon Ball Super, absolutes Maximum der Gefühle. Aua. Junge, gut jetzt. Ich persönlich feiere Dragon Ball Super sehr. Und jetzt kommt hier Genki-Dama und so. Ah, das war schon. Dragon Ball Super, gebt's euch, Leute, gebt euch jede Woche Sonntag. So, jetzt kommt der nächste. Das ist Chess, ne? Boom, boom. Kamehameha in dein Gesicht. Also entweder ich spiele verdammt gut oder die sind verdammt schlecht. Aber ich halt eher für das erste realistisch. Und ich hätte so gerne, Leute, ich schwöre, das hätte ich so gerne. Ich hätte so gerne ein Remake von Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Dann halt, ein Vierer. Aber dann halt mit den ganzen neuen Stories und mit der neuen Grafik, das wäre... Ey, das wäre doch so geil. Ich sag euch, das wäre doch so übertrieben geil. Aua. Lass mal einen Daumen hoch, die Leute, die auch sagen, wir hätten gerne einen DBZ Budokai Tenkaichi 4 mit neuen Grafiken. Mit allem neuen drum und dran. Das wäre doch geil, oder? Das ist Bata. Bata. Autsch. Bist du tot? Ja, sicher bin ich tot. Alter, ich bin Gonzoku, Alter. Danke, ich hatte auch Genki-Gama ins Gesicht. Ne, Genki-Gama. Leute, standet ihr früher auch immer mit Händen hoch vorm Fernseher? Einfach um dann... Son Goku, nimm meine Energie! Jeder hat's gemacht. Jeder. Eigentlich müsste man mal wieder Dragon Ball komplett von vorne anfangen, aber... Ich habe jetzt neulich, und das kann ich ja auch offen und ehrlich auch in einem Dragon Ball Let's Play sagen, ich habe neulich wieder angefangen, Yu-Gi-Oh! Zu gucken. Hab neulich auch wieder angefangen, One Piece zu gucken. Ich meine, One Piece Pirate Warriors geht ja auch irgendwann bestimmt weiter. Und das kann ich euch sogar versprechen, dass das weitergeht. Weil dieses Spiel ist auch extrem cool. Nur ich wollte, und das kann ich auch euch sagen so, ich wollte mit dem Spiel nicht weiter sein als mit der Serie. Und da ich in der Serie aktuell keine Zeit habe, da weiter zu gucken, muss ich leider das Spiel auch so pausieren. Aber es geht auf jeden Fall weiter, das schwöre ich euch. So.
Das komische Squad haben wir besiegt. Das Squad. Wenn man gegen mich kämpft, ist man ein Suicide Squad. Versteht er wegen? Jo. Wir haben früh am Morgen, verzeiht mir das. Früh am Morgen an einem Samstag. Ne, brauchen wir noch nicht. Früh am Morgen an einem Samstag und ich nehme auf. Und zwar nur, damit ihr Stoff habt. Das Witzige ist, diese Folge wird ja gar nicht heute hochkommen. Frühestens Dienstag. So, bla bla bla. Wie geht da? Pumpen! Pumpen, Junge, pumpen! Nach Freezer kam doch schon Cell, ne? Sally! Could this get any worse? Now you've done it. Oh, ich muss doch Freezer jetzt spielen, ne? Let's begin. It's been a while since someone has pushed me this far. I'm not letting any of you get away. Say your prayers. Und dann werden wir jetzt auch schon gleich alle Formen von Freezer sehen. Ich fand zum Spielen Freezer fand ich eigentlich immer recht cool, weil ne, man hat halt diese ganzen Formen, die man spielen kann. Ich find's halt cooler, wenn man einen Charakter hat, wo man dann auch alle Formen spielen kann, muss ich sagen. Komm, mach mal's auch so. Komm, 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 komm. Oh, schade. Das hätte ja fast geklappt. Aua. Das hat ja auch super gut geklappt. Leute! Ich werde hier vergewaltigt. Boah, geil. Hab nicht gehittet. Ha, Noob. Boah, ich verkack hier voll. Nochmal für die, die die erste Folge nicht gesehen haben. Wir spielen auf einem Wii-Emulator. Ganz einfach nur runterladen. Boah, ich glaube, Link trotzdem auch nicht in die Beschreibung packen oder so. Alter. Vegeta, was geht mit dir? Ich bin gerade leicht überfordert. TBH. So. Junge, jetzt Verwandlung Nummer Uno. Ah, das hat weh. Man muss diesen komischen Knüppelstick drehen. Very well. If you're really in such a hurry to die, I'll show you. Come on. Watch closely now. This is not something you get to see every day. Ah, die Synchro ist gut. In that case, I won't be as nice as before. This is a nightmare. Aber schade, dass der dann die Ultimate trotzdem nicht mehr ausführt. Das ist voll behindert. It's over 9000! Lustige Freezer-Zeit, ja, ich finde das auch so lustig. Laughing my ass off. Ja, für die von euch, ne, die übrigens nicht wissen, woher dieses It's over 9000 kommt, ne, das ist übrigens genau, also jetzt nicht hier aus dieser Szene, aber das habt ihr ja im ersten Part vielleicht schon gesehen, im Kampf gegen Vegeta, und dann, wenn Son Goku halt aufdreht, It's over 9000, man! Und nochmal lustige Freezer-Zeit machen, sollte eigentlich reichen für Kuririn. Boah, ich freue mich schon so heftig morgen auf die DBS-Folge, ne? Also, jetzt für euch letzten Sonntag. Also, wenn ihr das hier seht, ist diese Folge natürlich schon lange draußen gewesen. So ein Feigling. So eine Muschi. Strafender Blaster. Die Attacken benutze ich eigentlich so gut wie nie, vor allem nicht auf Range, weil eigentlich hitten die nicht.
Das Coolste sind dann sowieso diese Spielszenen dann, wo man so übertrieben OP ist. Das ist richtig geil. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt sind wir noch nicht übertrieben OP. Mach heute nochmal. What's wrong, Vegeta? Aren't you going to come help him? He can't take much more of this. Erstmal Handy wieder lautlos machen. But what am I supposed to do about Frieza? His power level is beyond what I imagined. Piccolo. Sorry to keep you waiting. Boah, diese Stimme, Mann. Thank goodness. Sorry that I keep you waiting. So that's Frieza, huh? Seems he's every bit as monstrous as I heard. Der hat voll die Doppelhörner. It's the guy that we killed back on Earth. This is crazy. Autsch, so, lass mich erstmal in Ruhe. Boah, Junge, Piccolo, der König der Kombis. Junge, chill mal, Alter! So, in dein Gesicht. Kein Thema. Kein Ding für den King. In dein Gesicht. Und jetzt nächste Transformation! You are capable of more than I thought, so I'll have to show you some more power. My true power. True power. So will I. No more holding back. What? Are you saying? Achso, ich dachte, jetzt kommt die nächste Transformation. Aua. Wo bleibt denn die nächste Transformation? Voll in mein Gesicht. Voll in sein Gesicht. Voll in sein Gesicht. So, jetzt aber Next Transformation. Ich finde, die dritte Transformation sieht am allergeilsten aus, auch wenn die eigentlich am allerbehindertsten ist. Also weil eigentlich, ne, gerade die Geschwindigkeit in der dritten Transformation, boah, zum Kotzen. Aber die sieht am geilsten aus, finde ich. Mal, seht ihr diese Doppelhörner? Da so. War witzig. Watch carefully now. Here comes my second stage transformation. Ich finde, diese Transformation sieht so evil aus. Das ist einfach so das, was ich unter evil verstehe. Wobei ich nicht weiß, was dieser komische Pilz auf seinem Kopf sein soll. Aber im Allgemeinen so diese Hörner, so übermächtig. Dann der Deathbeam macht übertrieben Schaden. Wie gesagt, an sich ist er übertrieben langsam in der Transformation. So, man sieht das ja beim Laden, aber so overall ist diese Transformation, ich finde die einfach mächtig. Aua! Rat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 
Piccolo hat Angst. He's afraid of me. Oh, das war ja traurig. Und das meine ich mit untouchable. Er versucht mich zu hauen und ich so, I don't care, lol. Death Beam, easy. Korn ist so geil, der Hiwi. What the fuck, man? Son Gohan, Mann. Was geht mit dir, Bro? Na, gucken wir, was jetzt bounced right back. You've gotten stronger, Gohan. I'm so glad. Auch so ein Gott wieder eine Doppelsilhouette, ne? Against Frieza. Very well. It would be a simple matter to blow you all to pieces in this current form. Now witness a power more fearsome than death itself. You will witness this at no extra charge. My final form, my true form. Now is Frieza. He's finishing his transformation. That's Frieza's true self. He's smaller, sleeker, and less evil looking. Goes to show why you don't judge a book by its cover. Everything up to now looks nice by comparison. Nee, ich finde diese Transformation ist. Nee, ich finde die Bildung. Auch wenn diese Transformation wieder so richtig stark ist. Aber ich muss sagen, nee, die dritte sieht einfach cool aus. Die dritte ist einfach die beste. Aber die coolste. Von der Choralität her. So von Choralität her. Und dann stecke ich dir noch das hier mit. Mörn! Machen wir es kurz und schmerzlos, Vegeta! Ach, yo, come on, man! Der Dreck. Das tat bestimmt weh. If you want to save him, feel free to join in. I'll send you to the next world together. Ja, Leute, ne?
Ich würde sagen, also natürlich wissen wir ja alle, dass diese Freezer-Saga noch nicht vorbei ist. Aber ich würde sagen, da wir sonst hart Überlänge hatten, würde ich sagen, sehen wir den letzten und den... Also ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es sind 4 Abschnitte hier in diesem Ding, in der Saga. Deswegen würde ich sagen, sehen wir die anderen 2 einfach in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ciao, Leute!